Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Chivalry. Heute stürmen wir die Burg der Masons. Davor, in der letzten Folge haben wir versucht, Agatha zu stürzen. Diesmal ist König Maldrick dran. Hier sehen wir, er hat sich eine wunderschöne Festung an einem Vulkan erbaut. Überhaupt nicht stereotypisch. Der Drache fehlt eigentlich noch in der Mission. Und nach dem Schema, das ich schon in der ersten Folge erläutert habe, geht es wieder darum, dass wir erst dass es in Abschnitte unterteilt ist, die Mission. Wir versuchen jetzt erstmal hier die Ballisten in Besitz zu nehmen, um die ersten Welle hier wegzureißen. Das heißt, wir müssen hier auf die Welle hinauf. Schnell, schnell, schnell. Keiner sieht mich. Ninja Man at Arms. Kurz ein Bild von... Oh. Geh weg von mir. Ich habe einen kleinen Vorteil hier im Engen, weil er hat ein Langschwert. Deshalb... Ich muss ihn erledigen, bevor der... Oh, jetzt sind drei. Das waren etwas zu viele. Einen habe ich mitgenommen. Ja, wenn man sieht, dass ein zweiter dazukommt, dann immer möglichst schnell den ersten töten. Und jetzt muss ich einfach mal sagen, ich liebe diese Axt. Diese Axt. Dieses Messerchen hier, nö. Aber diese Axt. Was habe ich eigentlich als Fernkampfwaffe? Das sind meine Fäuste, ja. Oh, Wurfmesserchen. Damit alle noch ein Bild haben, wie schön wir aussehen. Hier, mit Helm. Oh. Nein, bitte nicht. Ich bin doch nicht in Third-Person-Mode. Nein. Tu mir nix. Das ist wirklich ein starker Speer, den er hier benutzt. Ha, ich habe ihn geschafft, obwohl ich in Third-Person war. Hätte ich nicht gedacht. Kurz warten, bis die Ausdauer sich wieder auflädt. Das ist der gelbe Streifen unten. Und wir haben die erste Mission schon geschafft. Das ging aber schnell. Die nächste ist die Free Prisoners. Also hier sind Sklaven gefangen von den Masons. Und wir sollen die befreien. Also gehe ich gleich mal hin und mache das erste Schloss kaputt. Autsch. Das kann passieren. Wenn man in seinem Dienst für eine bessere Welt arbeitet. Aber zum Glück wartet schon ein neuer Man-at-Arms darauf, diese Gefängnisse zu stürmen. Vielleicht kann ich noch den gegnerischen Man-at-Arms erledigen und dadurch den Vanguard hier entlasten. Ah, ich kam zu spät. Autsch, ich bin weit geflogen. Hat auch gerade kurz nicht reagiert, aber ich will mich hier nicht rausreden. Gerade eben kam mir für einen Moment die Idee, Q zu drücken, wegen Battlefield, um den Bogenschützen oben zu markieren. Ja, zu viel Battlefield die letzten Tage. Ist ja auch ähnlich wie Battlefield hier. Autsch! Mein Arm! Erinnert ein bisschen an den Ritter der Kokosnuss ab und zu, die Verletzungsanimationen. Die Verletzungen sind übrigens wirklich darauf bezogen, wo die Waffe einen trifft. Also der Arm fällt ab, wenn der Schlag auch den Arm trifft. Der Kopf fällt ab, wenn er auch den Kopf trifft. Leider haben sie die schöne Animation ausgeschaltet, dass wenn man stirbt und der eigene Kopf wegfällt, wegrollt, dann sieht man leider nur mit der Kamera es von außen und nicht wie früher, dass man dann... Nein. Böser Man-at-Arms. Nicht mich töten. Ja, mit diesen Einhandwaffen dauert das verdammt lange, diese Schlösser zu knacken. Schon auf. 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 Lauf! Ihr seid frei! Und jetzt muss ich dem Ritter da helfen, sonst stirbt er. Oh! Er hat ihn geschafft. Nice. Gute Arbeit. Denn der hier, das ist ein Veteran, das sieht man an seinem Helm, dass der einen Veteranenstatus hat. Hab ich auch. Aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, das einzustellen bei mir. Oder hat ihn sich gekauft. Es gibt ja jetzt neuerdings, kann man sich ja Helme kaufen bei dem Spiel. Obwohl es kein Free-to-Play ist, bin ich ja eigentlich nicht so dafür, dass Echtgeldtransaktionen in einem Nicht-Free-to-Play-Spiel stattfinden. Ach so, vielleicht sollte ich mal auf die finanziellen Aspekte des Spiels kommen. Das Spiel kostet im Steam-Store, glaube ich, derzeit noch 23 Euro. An den Steam-Sales ist es meistens stark runtergesetzt. Also... Da kann man wirklich zugreifen. Ich finde, es ist sein Geld absolut wert. Es ist kein AAA-Titel, aber diese 7 Euro, die man dann noch zahlt, ist es definitiv wert. So, und da sind auch diese Sklaven frei. Ich vermute, genau, 7 von 8 haben wir offen. Das heißt, nur noch die oben
sind gefangen und das ist jeweils der schwerste. Aber hey, wir schaffen das für Agatha. Backrippen. Oh. Naja, das war nicht mein bester Angriff. Da schießt noch ein... Versuch mal, einen Armbrustschütze auf mich zu schießen. Nicht cool. Nicht cool. Und jetzt sind sie zu zweit. Der kam schneller, als ich erwartet hatte. Keine Zeit mehr zu parieren. Ja, die KD hält sich in Grenzen, aber rein missionstechnisch läuft es wirklich gut. Nicht mehr lange und sie sind frei. Vorwärts! Es ist wirklich auch schön. Also, ganz ehrlich, die Atmosphäre stimmt bei dem Spiel einfach. Hi, du. Wie geht's? Was machst du so? Hübsch. Guter Schlag von dem. Lalalala. Gehen wir mal auf den anderen Weg hoch und gucken mal, ob wir unsere Wurfmesser irgendwo gewinnbringend anbringen können. Zum Beispiel bei diesen Armbrustschützen. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge schon erwähnt, was ich von Armbrustschützen halte. Nicht viel. Sturmangriff! Autsch. Problem ist, wenn man auf Gegner drauf springt, ist lustig, dass man dann, ist also ein Problem eigentlich, dass man dann so Mario-artig auf ihren Köpfen läuft und sie nicht angreifen kann in der Zeit, sondern stattdessen meistens sie einen treffen. Stirb. So, ich glaube, ich habe es jetzt in keinem Let's Play so oft stirb gesagt. Aber das hier verlockt einen auch einfach. So, wir sind beim nächsten Abschnitt der Mission. Wir sollen jetzt die Sklaven hier befreien, die hier zum Zwangsarbeiten sind. Zumindest sieht das hier scheint das hier schlimmere Zustände zu haben als Gewerkschaften in Nordkorea. Also gehen wir mal los und befreien die Herren. Dazu müssen wir einfach hier die Ketten abschlagen. Dann sind sie glücklich. So, die war jedes Mal ziemlich viel Ausdauer. Jede Kette. Oh, oh, oh. Ja, komm her, du kleiner Hüpfer. Ich benutze diesen Sprung, den die Man-at-Arms besitzen, recht selten, weil meine Tastatur das nicht schafft. Das wäre... Ich habe gerade versucht und es ging nicht. Ja, deswegen vermeide ich den einfach ganz und versuche lieber durch geschicktes Manövrieren das wettzumachen, denn der Man-at-Arms ist auch ohne seine Spezialfähigkeit sehr schnell. Da ist ein Ritter. Komm her. Komm, 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 komm. Oh, zwei Ritter. Als Man-at-Arms möchte man eigentlich keine Schlachten gegen mehrere Gegner, denn dazu sind die Waffen einfach zu kurz. Autsch. Aber ich bin gerecht worden. Nein, nein, meine Leiche wird geschändet. Nein, nein. Na. So, weiter, weiter, weiter. Wir müssen Merrick schlagen. Da ist ein Armbrustschütze, der denkt, er könnte hier irgendwas abschießen. Dummerweise hat er ein Schild auf dem Rücken, weshalb ich selbst mit den Wurfmessern... Und... Kopf. Ja, genau. Hättest du mal lieber dein Schwert gezogen. Jetzt habe ich zwar kein Leben mehr, aber er ist auch tot. Ich laufe mal langsam, dann regeneriert... Oh nein, oh nein. Ohne Leben gegen den zu kämpfen, darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Ja. Dieser Speer ist ziemlich OP. Also, der ist sehr, sehr stark. Vielleicht kriege ich ihn ja auch mal. Ich mache ja immer zufällig meine Ausrüstung. Wenn ich ihn mal kriege, dann werdet ihr sehen, auch ich kann mit dem ziemlich was reißen. Nein! Alle Schläge verfehlt. Wobei gegen einen... Ich liebe Armbrustschützen so sehr. Ja, unser Team ist, was die KD angeht, weit hinter den anderen, aber das spielt ja keine Rolle, weil wir uns auf unser Missionsziel konzentrieren und so den Sieg davon tragen werden. So, komm her. Willst du es nochmal versuchen? Oh. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie war gerade die Parade nicht verfügbar. 404 Parade not found. Versuche ich ihn halt mal mit... Naja, oder so.
Juhu, ich habe ein Wurfmesser wieder aufgesammelt. Wurfwaffen kann man jeweils wieder aufsammeln, sofern sie nicht in Stein einschlagen. Es gibt bestimmte Oberflächen, auf denen man sie nicht aufsammeln kann. Manchmal kann man auch einen bestimmten Takt finden, in dem Gegner angreifen. Oh, ein Gemetzel, ein Gemetzel. Komm her. Oh, wir haben die Mission auch schon geschafft. Haha, die Gegner haben sich zu sehr auf Kadi konzentriert und zu wenig auf... Na, warte, du Mistkerl. Die Bogenschützen mit ihren... Bogenschützen sind besser im Nahkampf, als man meinen sollte, denn mit diesen Dolchen können die so schnell zuschlagen, dass zum Beispiel Vanguards, also die Pikeniere, wirklich schlechte Karten haben, weil die kaum so schnell parieren können. So, den müssen wir unbedingt umbringen, sonst beschießt... Ah, der ist schon tot, gut. Ah, dann gehen wir mal rein. Jetzt ins Innere der Festung. Ihr seht, also ich mag das Design des Spiels wirklich gern. Also hier mit den Flaggen sehr stimmig, alles mit den Skeletten. Hübsch, hübsch. Die gleiche Art von hübsch, die halt auch... Und da ist Meldrick selbst schon mal. Haha! Du entkommst mir nicht, Armbrustschütze. Jetzt bin ich auch gerade sehr KD-hungrig reingerannt, statt das Missionsziel zu erfüllen. Das war ein Fehler. Ich hätte einfach nur zum Missionsziel rennen sollen. Denn da oben sind die Eingangstore zu Maldricks Festung. Oder Malric? Malric? Malric. Ich vermute Malric. Ja, da ist die Zitadelle. Wir wollen da rein. Sie wollen nicht, dass wir da reinkommen. So, wieder den Armbrustschützen getötet. Das Schöne ist, als Man-at-Arms geht sie gar nicht darum, wie viel Leben du hast zwingend. Oh, da hat er böse mich ausgetrickst. Man kann nämlich das Q auch dazu nutzen, Finden zu machen. Das heißt, den Schlag anzutäuschen. Und das hat er gerade getan, wodurch meine Parade ins Leere lief und er mich erschlagen konnte. Was ich davor meinte mit den Man-at-Arms, dass die, denen es gar nicht so ums Leben geht, ist nämlich so, der Man-at-Arm ist sowieso nach 2 Schlägen tot. Das bedeutet, der achtet lieber darauf, den Schlägen gut auszuweichen und sie zu parieren, statt... Typ hat seinen Speer echt im Griff. Sollte jetzt nicht zweideutig klingen. Da schaffe ich den Typen mit dem Speer schon, dann kommt der zweite und haut mich um. Nicht cool. So. Und weiter geht's. Langsam geht mir der Stoff zum Erzählen aus. Das soll ja ein Let's Play sein. Also sollte ich irgendwas sagen. Hat mich die ganze Zeit nur zu wiederholen und zu sagen, wie hübsch das Spiel doch sei, dafür, dass es nur 20 Euro kostet und dass ich Armbrustschützen hasse. Oh, schade. Von hinten. Und er schafft es trotzdem nicht, mich zu treffen. Ah, der zweiten hat er geschafft. Aber mit der Waffe schäme ich mich nicht, gegen ihn zu verlieren. Also, dass er, wenn er diese Waffe hat... Definitiv nicht. Und ich denke mal, unser Team wird gut genug sein, damit wir auch in den innersten Ring vorstoßen können. Also weiter geht's. Wieder nach vorne rennen. Für Agatha! Das ist der größte Fehler, den Vanguard tun kann. Nämlich, seinen Schlag verfehlen gegen einen Man-at-Arms. Denn dann nutzt der Man-at-Arms die Lücke in der Verteidigung aus. Wenn der Man-at-Arms trifft, vorausgesetzt. Und er schlägt den Vanguard. Deswegen, wenn man Langschwerter spielt, immer die Schläge, nur sichere Schläge gegen Man-at-Arms nutzen. Und wenn der Schlag dagegen geht, sofort zurückziehen. Denn die Man-at-Arms sind schnell. Und ich mache das meistens so, dass ich dann sofort auf den Sprint-Knopf gehe und gleichzeitig sprinte und so einen Schubs nach vorne mache, da ich ja diesen Doppel-W-Ding nicht hinkriege. Ja, hi, wie geht's?
Ein gegenseitiger Treffer. Nein! Ich habe die Länge unterschätzt der Waffe. Ich fall immer wieder auf diesen Säbel drauf rein. Der ist so eine Waffe, die mit der ich gar nicht klarkomme, wenn der Gegner die hat. Und deshalb sterbe ich da recht häufig. Oh, 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 was ist los? Was ist los? Warum? Warum? Warum Framerate? Warum tust du das? Au, 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 au. Die Framerate bricht gerade völlig ein. Liegt an der Aufnahme, am Aufnahmeprogramm. Wow, so geht gar nichts. So geht gar nichts. Da muss ich kurz warten, bis sich das erholt hat. Das sieht schlecht aus, das sieht schlecht aus. Es scheint sich nicht zu erholen. Ich unterbreche kurz die Aufnahme. Also auch wenn ich nicht aufnehme, bricht die Framerate auf 30 zusammen. Das ist bei Chivalry ein ziemliches Problem. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt ist wieder auf 40. 50. Und der verdammte Armbrustschütze, der Typ regt mich auf. Hat der keine besseren Hobbys? Drache, schlachte ich jetzt seinen Vanguard ab. Haha. Und weg bin ich. Gehe ich mal schnell dem helfen. Haha, du hast deinen Bogenschützen umgebracht. Und ich habe dich umgebracht. So, rein mit uns in die Halle des Verderbens. Haha, wie sie Angst haben. Oder zumindest Respekt. Ja, hätte ich auch, wenn ich gerade eure Kollegen alle umgelegt hätte. Oh. Ah ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Das war eine gute Phase gerade. Speerträger sind ein Kreuz, wirklich. Ja, dass die Speerträger und das Bastardschwert sind der Grund, warum in Chivalry Vanguards auch Gay Guards genannt werden. Weil die halt wirklich sehr stark sind. Haha, Teamkill. Aber ich ignoriere das und renne weiter. Wir müssen endlich diese... Au, wie hat er sich so schnell umgedreht? Der Vorteil des Stiches ist halt, der ist schneller als der senkrechte Stoß, weshalb ich den gerade versucht habe zu verwenden. Aber dieser verdammte Säbel! Ich falle immer auf ihn herein. Wir müssen das schaffen hier. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ich hoffe wirklich, dass das klappt. Oh, das war schlecht von mir. Versucht mich mit Wurfwaffen auszuschalten, weil ich nur noch so wenig Leben habe. Sieht gerade ganz schlecht aus hier, dieses Gewirre. Da werde ich eh noch geteamkillt, wenn ich da reinlaufe. Wenn ich von einem Gegner getötet. Ah, schlechte Arbeit. Viel Laufarbeit in solchen Fällen. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben die Tür eingeschlagen. Und ich wollte schon wieder Q drücken wegen Battlefield. Na, die schnappe ich mir jetzt, wenn du nicht F2 drückst. Boah, diese Ausweichskills. Stirb! Buh. Da guckt er noch erschrocken. Ja, Honor and Duty. Ehre und Pflicht. Manche Nicknames sind so zum Lachen. Gerade ist Uganda be kidding me, also ein Wortspiel, Uganda be kidding me, mit der Nation Uganda drin gewesen. Also so heißt einer. Ah, immer wenn man ein Bogenschütze ist, dann wird man natürlich von hinten gebackrippt. Ich hätte ihn zwar auch schneller umlegen müssen. Da läuft Melrick! Ich habe gerade versucht, mit dem Finger darauf zu deuten, aber ihr habt natürlich nicht gesehen. Guckt besser hin das nächste Mal. Da ist Melrick. Und jetzt geht es darum, ihn zu töten. Wir sind in seinem Thronsaal. Netterweise. Was? Nein. Das war zu einfach.
Das war zu schnell. Der King war wohl ziemlich unfähig und deshalb ist es schon vorbei. Scheinbar kann er nichts anderes als Speer spielen, der Brain Tumor. Das war nämlich der mit dem Speer die ganze Zeit. Damit wäre auch diese Folge beendet und wir sehen uns in einer weiteren Folge Chivalry wieder.